Meine Arbeit hier ist wichtig. Schließlich muss alles wie neu aussehen, wenn die göttliche Bahn zurückkehrt. Es ist kaum zu glauben, dass die Menschen an anderen Orten immer noch nicht zum wahren Glauben gefunden haben. Es ist kaum zu glauben, welches Gesindel unter euch Heiden zu finden ist. Du solltest wirklich weiterziehen. Wenn die göttliche Bahn zurückkehrt, wird sie alle Ungläubigen bestrafen. Eine große Metallkiste. Das ist ein völlig kaputter Roller. Erinnert mich an sorglosere Zeiten. Die mühselige Suche nach Nahrung ist nur eine der vielen Prüfungen, die uns auferlegt wurden. Wir reden hier nicht viel. Das Wasser hier ist nichts als Galle im Vergleich zu dem, was uns die heiligen Flaschen der Auvergne verheißen. Reden ist Rohkost, Schweigen ist ein Festmahl, direkt aus der Mikrowelle. Dieser Hügel muss der westliche Vermessungspunkt sein, kaum zu übersehen. Am besten, ich stelle den Theodolit ganz oben auf die Hügelspitze. Ein hübsches Blumenbeet. Bis wir den Gott der Bahn gnädig gestimmt haben, müssen wir ohne den Segen einer Zentralheizung auskommen. Deine Worte sind voll der Blasphemie, die unsere Götter erzürnt. Ein Theodolit. Damit kann man Landvermessungen vornehmen. Ein letzter Punkt noch, dann kann ich hier verschwinden. Ein ziemlich normales Zelt. Ein hübsches Blumenbeet. Ein schlichter Grabstein. Ein Lattenzaun. Das sieht nach einer ziemlich unbequemen Holzbank aus.